Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Banjo-Kazooie, die Xbox Live Arcade Version. Wir stehen hier vor dem Gobi's Rally und reden mal mit Brunhilda. Brunhildas bester Freund in der Hexenschule war eine Klapperschlange. Zum Relaxen liest sie die bunte Hexenwelt. Dabei schlürft sie genüsslich an einem Spinnenbein-Cocktail. Normalerweise. So, wir gehen also jetzt hier in die Wüste rein. Die Wüstenwelt. Die letzte Welt mit einem Move. Und drehen uns mal um und hier ist ein Jinjo. Hier findest du den letzten Move. Und was wird das natürlich sein? Die Turnschuhe. Bienen! Okay. Wir sammeln erstmal die Noten ein. Hier ist ja keine Gefahr. Oh, was bist du denn? Eine Hand. Was? Oh, eine unzerstörbare Hand. Ah, nee, doch nicht. Okay, warum habe ich nur drei Leben? Naja, das liegt wohl an der neuen Aufnahmesession, aber normalerweise hat man doch vier Leben, oder? Nein, das ist bei Mario 64 so. Okay. Ja, jetzt hat sich das raus. Heute hat es sich rausgestellt. Heute Morgen irgendwann ist meine Oma gestorben. Leider. So, ich habe aber heute schon genug getrauert und deswegen. Reinigen wir jetzt erstmal der Finks ihre Nase. Meine Nase ist ganz verstopft. So. Gesundheit. Ein Bärenkopf ist zu sehen. Oh, das ist besser. Jinxys Nase ist wieder frei. Kommt doch herein. Okay. Was bist du denn? Oh, ein Mukoschädel in einem ganz unfällig auffälligen Kreis. Ein fliegender Teppich. Hallo, was bist du denn? Oh. Ein Jinjo. Oh, es geht weiter. Was bist du denn? Noch einer. Also du schießt Meilen weit daneben. Noch so ein Spaß. So. Okay. Was ist das denn? Das ist gerade aus dem Nichts aufgetaucht. Diese Stadt hier. Was bist du denn? Ein Zielschau. Da 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 is it überhaupt nichts? Dann machen wir das doch mal besser. Jetzt seht ihr, glaube ich, alles orange. Aber ist wenigstens besser als gelb. Und plötzlich hat sich die Musik geändert. Das ist hier nicht okay. Seht mal, es ruckelt die ganze Zeit hier. Seht ihr das? Das ist da. Keine Ahnung. Was bist du denn? Eine Riesenbiene. Ein Riesenbußbomb. Was ist das hier? Oh, ein Momoschädel. Da, da, da. Whee, Mist.
Fußbomb! Geh weg, Kazooie! Quatsch! Oh, eine Pyramide. Oder ein Schalter. Acht Sekunden Zeit. So. Oh nein, Memory spielen. Okay, das kann ich auswendig. Hier sind zwei Jinjos. Hier ist Mumbo. Mumbo ist hier, glaube ich. Genau, hier ist Banjo ist hier. Hier war Kazooie. Kazooie war auf der anderen Seite. Dann hier ist das Ei oder die Note. Das Ei, das ist hier. Hier ist eine Note. Die Note ist dann hier. Hier ist die Feder, die ist hier. Und die Honigschwabe, die ist hier. Komm her. Yay. Innerhalb von, was? Ja, aber wo sind die Noten hin? Habe ich ja alle eingesammelt, ja. Dadan, dadan, dadan. Also, mir würde es ja gefallen, wenn man dann nochmal hier drauf stampft, dass man dann auch solche Sachen bekommt. Hier zum Beispiel, wenn man hier auf Mumbo geht, dass man dann sich eine Verwandlung aussuchen kann. Beim Ei bekommt man halt ein Ei, hier bekommt man ein Jinjo, hier eine Honigschwabe, also eine extra Honigschwabe. Hier einen neuen Move. Bei dem Kazooie hier. Weil Kazooie lernt ja eigentlich die ganzen Moves. Und bei Banjo ein Leben. Hier bei einer Note eine Note und hier Feder. Ja. Also das würde mir gefallen. Okay, dann gehen wir hier hoch und die Strand vorbei. Und der grüne Jinjo, schon drei Jinjos. Hui. Was ist das hier? Ein Honigschwabenschalter. Oh. Was ist das denn? Ein Kaktus mit Augen. Oh, was? Moment mal, der kommt doch hierher. Oh. Hä? Wo ist er hin? Aha. Hui. Keine Angst, du Kamel. Dromedar ist es. Oh Lord, ich bin Gobi, das Kamel. Aber selbst mir ist es hier zu warm. Ich brauche Schatten. Könnt ihr mir helfen? Hast du nur einen Höcker? Oder soll das da vorne auch noch ein Höcker sein? Was? Ja, da freust du dich, wa? Vielen Dank. Hier ist eure Belohnung. Ich gehe mich jetzt ein wenig abkühlen. Okay. Den werden wir wohl nicht wiedersehen. Okay. Fliegende Teppiche. Das kommt mir schon vor wie in Super Mario 64. In der letzten Welt. Was bist du denn? Schon wieder so einer. Hui. Oh, ich dachte schon gerade. Was machst du denn da? Oh, eine Pyramide. Die ist aber klein. Achso. Da unten ist der Flug. Warte. Hier sind Sachen. Jetzt soll man dann bitte schon da drankommen. Mit den goldenen Federn da runterspringen. Ich denke immer, dass der da runterfliegt. Der letzte trifft immer nicht. Hallo?
Okay, irgendwie ist gerade die Zwischensequenz abgeschmiert. Also ich muss jetzt sagen, ich spreche das jetzt hier nach. Und ja, irgendwie ist hier der Ton ausgefallen. Ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich liegt das an meinem Mikrofon. Aber ja. Gleich wird auch der Ton wieder da sein. Also das ist jetzt auch weg. Aha, jetzt kommt hier der Eingang. Okay. Dann gehen wir mal da hoch. Nein, da ist der Endbus. Na, ist egal. Wir gehen jetzt hier rein. Da erwartet uns die Todesfalle. Aber ich bin sicher, wir bestehen es. Denn da befindet sich nämlich ein kleines Labyrinth. Dies ist die Grabstätte König Santibas. Verschwindet oder ihr werdet euer blaues Wunder erleben. Eieiei. Seht euch das an. Mann, was ist... Oh! Okay, jetzt weiß ich, warum es eine Todesfalle ist. Na gut, wir können aber immer wieder raus. Ihr habt nicht auf unsere Warnung gehört. Ja, ja, ja. Ich gehe ja schon schnell. Ich hab mich schon verlaufen. Wo bin ich hier? Okay, einfach nur an der Wand entlang. Und hier. Der Hexenschalter. Ah. Da ist der Ausgang. Oh, wir haben es geschafft. Unglaublich! Der dicke Bär hat es geschafft. Dieser Grabschänder. Okay. Yay! Da-da-di-da-da! Ja, das vierte Puzzleteil erst. Eine goldene Feder. Ein Mumba-Schädel. Und ich sehe nichts. Ein Jinjo! Und noch eine Feder. Der blaue Jinjo fehlt noch. Wo ist der denn? Hey! Okay, also, wir waren jetzt da vorne. Okay, gehen wir mal. Zu dieser Pyramide hier. Kazooie! Muss Kazooie die Tür aufmachen? Oder... Ah, das ist die mit der Zielscheibe. Ja, move! Hab ich total vergessen. Ein Puzzleteil! Das ist zu einfach. Seht ihr das? Da ist ein Puzzleteil! Das ist zu einfach. Ich wegrutsche, Banjo. Der letzte Move. Yay, Meister der Aktion. Das sind echt coole Turnschuhe. Kazooie kann sie an den dünnen Stelzen tragen und für eine bestimmte Zeit an einem Affenzahn herumflitzen. Göttlich, ihr habt alle Moves des gesamten Spieles gelernt. Das war's. Okay, dann gehen wir jetzt mal da... Hör, das Puzzleteil ist verschwunden. Okay, gucken wir mal, was da hinten ist. Ich möchte gerne das Puzzleteil sehen. Das Puzzleteil ist weg. Okay, okay, hey, oh, okay. Ein Wunderschädel liegt hier vorne. Stern. Oh, oh, nein! Ich laufe doch genau da rein. Komm her. Batz! Ist das König Sandy Batz? Jetzt ist er tot. Not-Handschuhe! Und yay! Oh! Warte, oben die Tür geht auf. Nein, ich wollte unten rein. Ui!
Okay, in letzter Sekunde geschafft. Oh, alles voller Wasser. Und nur eine schöne Mumbo-Schädel vergessen. Ich kann pokern. Ah, so geht die Tür auf. Ah, jetzt läuft das Wasser ab. Und es läuft genau in das Becken da rein. So können wir dort tauchen und die Sachen nehmen. Aber für was war denn die Flugplatte dort? Die Feder mit. Hey, steh nicht genau im Weg rum. Schiff. Okay. Dann gehen wir jetzt nochmal da hoch, weil wir ja nicht alles eingesammelt haben. So, nein! Jetzt habe ich gerade auf die Kamera geschaut. Ey! Okay. Oder? Okay. Yippie! Quatsch. Und der Mumbo-Schädel. Ich kann pokern. Ich kann pokern. Wie uns der Wind immer gesagt hat. Der Jinjo! Das Puzzleteil! Und noch ein Mummel. Nein, doch nicht. Lass nur einer Mummel. Lass nur einen Mummelschädel. Ich dachte, es wären zwei. So, 6 Puzzleteile. 7, 8, 9, 10. Okay, dann machen wir mal dieses Puzzleteil da unten, was verschwunden ist. Aber wenn wir jetzt da hingehen und schauen, ist es nicht da. Das muss da sein. Normalerweise ist es da. Patz. Grubber hat ein feines Puzzleteil. Komm her, Mann! Oh. Der plumpe Bär ist zu langsam. Das ist Puzzleteil die ganze Zeit versteckt. Okay, Moment. Ich nehme einfach die Turnschuhe. Was? Oh nein, seit 1000 Jahren war das in meinem Besitz. Gut gemacht, Sterblicher. Moment mal. Ich denke, Grundhilde hat die versteckt. Hat doch das allererste Puzzleteil gesagt. In jeder Welt sind 10 von uns versteckt. Und Hilda hat uns eingesperrt. Ne, das haben die Gingers gesagt. Ich weiß nicht mehr, aber Grundhilde hat die doch versteckt. Keine Ahnung. Ach, guck mal, Gobi ist hier. Der Baum sieht... Ich habe zwar was, aber brauchst du mich? Okay. Nein, hier!
Oh, tut das gut. Tränke, geht es wieder frisch, die Stärke. Goblin ist schon wieder oben abgehauen. Guck mal, der Monster. Yay, jetzt ist eine Palme und man kann ganz einfach dran hochklettern. Hallo? Okay, irgendwie ist hier eine unsichtbare Wand. Seht euch das mal an. Springe um ihn herum. Okay, dann machen wir es halt umständlich. Hui! Und schon haben wir 8 Puzzleteile. Gut, jetzt fehlen nur noch da diese komischen Ringe und die Zielscheibe. Und die Honigschwaben, die vergesse ich immer. Was ist mit dem Mus? Sammeln wir erstmal hier diese Noten im Sand ein. Von unten aus. Ach, die Noten schon. Dann müssten uns, glaube ich, noch 8 Noten fehlen, oder? Das heißt, wir haben dann 92. Nein, haben wir nicht. Okay, irgendwo waren wir noch nicht. Ah, da hinten. Okay, das heißt, wir warten hier mal. Da hinten ist der fliegende Teppich. Da, 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 da. Der hier verschwindet gar nicht. Okay, der bleibt einfach hier stehen. Da bringt's hin. Oh! Hey, du schon wieder. Was? Gib mir noch mehr Wasser. Ich habe auch Durst. Ich habe schon seit Tagen nichts getrunken. Eine Honigschwabe! Jetzt reicht es mir. Ich verlasse diese Wüste und suche mir ein ruhiges, schattiges Plätzchen. Ja, dann geh doch am besten wieder in den Sommer. Ach, wenn man einfach nur die Jahreszeiten wechseln könnte. Naja, wer sagt denn, dass man dann das nicht kann in Banjo-Kazooie? Denn hier gibt es tatsächlich eine Jahreszeitenwelt, wo man hier immer die Jahreszeit wechseln kann. Die heißt Glicklapwood, das ist unsere letzte Welt. Hier ist anscheinend wieder ein Stop-and-Swap-Gegenstand. Ein Ei? Das blaue Ei. Yay. Wow, noch eines dieser besonderen Stop-and-Swap-Eier. Ich hoffe, das ist kein fieser Witz. Und wir können sie dieses Mal wirklich einsetzen. Ja, das war ja wirklich ein Witz beim N64-Teil. Da konnte man ja nicht benutzen. Das seht man. Wir können ja mal auf die Statistik schauen. Uns fehlen noch 3 Eier. Das eine ist, glaube ich... Okay, nein. 2 sind in der nächsten Welt und 1 ist in der letzten Welt. Ach so, da ist ja noch eins. Was, uns fehlen immer noch 4 Eier. Ah, doch, das andere liegt in der übernächsten Welt, in der Schiffswelt. Okay. Gut. Hey, komm mal wieder her. Wo bist du denn? Hä? Guck mal! Der ist aus nichts gekommen. Das habe ich eben auch gesehen. Wie wir hier aus der Sphinx gekommen sind. Weil ich euch gesagt habe, der ist gerade aus nichts aufgetaucht. So, danke, hier wollte ich auch hin. Es fehlen jetzt immer noch 2 Puzzleteile. Ich würde sagen, wir machen dann jetzt mal erst das da. Durch die Ringe fliegen. Pflege durch die Ringstatuen. Wo war das denn jetzt? Hier vorne? Wo ist denn das jetzt? Ich hab's gar nicht gesehen. Ich hab's jetzt gelesen. Hinten dran? Aha.
Jetzt ist vorne. Leute, bevor wir da jetzt durchfliegen. Moment, da fliegen wir noch durch. Nein, nein! Okay, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also dann, ciao!